vorgestellt. Egypt Old Kingdom, Vorschau Nummer 7, glaube ich. Ja, wir sind wieder unterwegs hier am Nil. Segen des Ra haben wir hier noch. Ne? Effektive Positive Wirkung 50%, alles ist klar. Knight, was wäre Knight? Das war der Kämpfer. Stärke der Feinde minus 10, ja. Schwache Armee haben wir immer noch. Wir hatten ja auch noch einen auf die Nase gekriegt und ich glaube, es geht auch noch weiter. Seht, haben wir noch Schutz, Aufgabeschaffung eines Stammesfürstentums. Ja, das wird dann unser nächstes. Belohnung, Wachstum plus 3, ja, schön. Unser nächstes Ziel ist das Feigenvolk. Wie sollen wir vorgehen? Sie zu Haus führen, annektieren, integrieren. Hatten wir das nicht? Nein. Das hatten wir doch gemacht, oder? Wir hatten doch das Feigenvolk schon annektiert, oder? Ja, das ist ja auch unser schon. Passt doch schon. Ne, das war nicht das Feigenvolk, das waren andere. Okay, da vertue ich mich jetzt gerade wohl. Umzug der Hauptstadt ist dann noch verlangt. Tempelpalast, ja, da müssen wir immer noch den Tempel da bauen. Das sind wir aber, glaube ich, schon bei, oder? Nee, da nicht. Aber da soll er hin, glaube ich, ne? Genau, da ist ein wichtiges Gebäude zu bauen. Da müssen wir mal schauen. Was haben wir hier noch? Herrscher, erste Dynastie, Königsdynastie, die Staaten Ägypten, wenige Oberägypten. Wachstum plus 20, verbleiben 33 Runden. Und hier unterwerfen der Oberägypten. Ja, das war das, was wir machen mussten, weil wir schlecht aussahen, ne? Jo, gut, hier ist jetzt gerade nichts zu machen. Das bedeutet, wir gehen eine Runde weiter. Die sind noch da am Arbeiten. Wir können nichts weiter machen, außer die Runde abwarten. Es ist wieder nichts passiert zum Glück. Das hier ist aber fertig geworden. Das Dickicht ist beseitigt. Was haben wir jetzt hier noch? Sand. Den können wir entfernen. Und hier wünscht, dass ein Tempel gebaut wird. Baukosten bis 120. Und hier Projektpalast des Weißen Mauern. Der Bau eines großen Palastes beginnen. Kostet uns 25 Produktion. Wir haben 30. Geht auch noch ins Plus. Es kostet uns 5 Luxus. Haben wir auch genug. Und 4 Zeit. Also 4 Runden. Unterhalt ist 1,7 Werkzeuge. Das würden wir schaffen. Und 0,9 Luxus. Das würden wir nicht schaffen, wenn wir nur 0,1 haben. Getreide 0,9 minus wäre auch nicht so positiv. Aber naja, man müsste dann auch weiter gucken. Tempel des Horus. Wir verlieren auch noch diese Werte dann vorübergehend. Ja. Das ist jetzt schwierig, ne? Und da können wir die entfernen. 4 Runden dauert das. Und hier sind ja die schönen Sachen, ne? Da kann man einen Tempel bauen. Und hier eine. Ja, das ist der Tempel des Horus. Aber ich glaube, wir packen den schon an, oder? Oder wir warten noch eine Runde. So, jetzt haben wir hier noch was gekriegt. Aber warte mal, dann machen wir nochmal zu. Nate ist noch da. Und diese hier, Schutz von Neid und Segen der Reh, ist noch offen. Effektive positive Ereignisse. Geht nicht. Okay, weil wir das noch haben. Und Neid auch. Das ist ja schade, ne? Effektive positive Ereignisse minus 3. Aber seht, kann man doppelt machen. Verärmer wir das doch mal, ne? Dann, wenn das vielleicht mehr. Warum auch, weiß ich nicht. Und
Da hat sich jetzt nichts geändert. 09, 09, ja. Wir gehen eine Runde weiter erst. Okay, negative Eigenneutralität Abwehr gegen Seed 1. Minus 1. Unterstützender König ruft die anderen Regionen dazu auf, beim Umzug der Hauptstadt zu helfen. Menschen und Ressourcen strömen nach Memphis, um den Bau voranzutreiben. Einmalig 13 und einmal 9. Seed ist noch da, weil wir das verlängert hatten oder schon vorher gemacht hatten, ne? So, das können wir nur als einziges machen, dann entdecken wir das auch. Ein Wachstum plus 1 bei Produktion, das brauchen wir dann auch. Aber besser wäre natürlich hier Wachstum bei Luxusartikeln, aber das haben wir jetzt hier nicht. Okay, müssen wir wieder sammeln. Gut, das ist 2,1, das ist 0,4 minus, okay. Hier gibt es eine zusätzliche Bürde. Ah, das wird immer schwieriger, aber wir kommen voran. Segen des Reh, steht nichts. Achso, das war zu Ende, alles klar. Entdeckt ist die Sklaverei. Achso, das ist das, was wir gemacht haben, alles klar. Gut, ja, ich glaube, wir bauen den jetzt erstmal hier. Zack. Runde, fertig. 4. Er stört die Akazien, die sind schon weg. Haben wir da was für gekriegt? Das ist die Frage. Ich glaube eher nicht, ne? Ja, das ist jetzt hier viel, was das kostet, aber das ist halt gerade so. Wie 22 pro jede Runde, oder was? Ja, das schaffen wir ja dann gar nicht. Ja, gucken wir mal. Ja, das ist wirklich so. Mangel an Materialien hier. Okay. Das bedeutet, wir lassen das erst sein. Hauen den Sand da weg. Weil das funktioniert ja nicht anders. Gut. Okay, kommt der nächste Angriff. Ja, der 72. Oh, wir sind ja gar nicht mal so schlecht, sehe ich gerade hier. Okay, 5 Runden sind wir auch besser wie die. Na dann, lass sie doch kommen. Unterstützung. Alles klar, da haben wir wieder Punkte gekriegt, können wir aber noch nicht weitermachen. Das heißt, ich weiß auch nicht, wie lange dauert das denn jetzt mit dem Tempel dann? Nur noch 3? Ne, immer noch 4 Runden. Das heißt, wir haben einmal verballert. Das heißt, das müssen wir auch, wir müssen also 100 decken können. Naja, da müssen wir mal abwarten. Ja, das Feigenvolk, machen wir da schon was? Ja, hier machen wir schon was. Wieso gegen unsere 57? Wir haben noch hier oben 77 stehen. Versteck des Feigenvolkes zeigen, okay. Achso, die greifen uns da an, okay. Okay, was haben wir hier? Da können wir auf jeden Fall noch was machen. Das machen wir definitiv dann. Gut, das geht ein paar Runden. Und dann können wir weitermachen. Haben wir hier wieder was? Der Sand ist entfernt worden. Ja, und das ist immer noch 4 Runden, ne? Okay, da müssen wir erst ansparen. Das ist ärgerlich, dass wir das nicht vorher wussten, ne? Das können wir jetzt alles entdecken. Minus 10% Ruhestand im Militär. Getreide- und Flachsfelder. Eine Hochebene auf der Karte von minus plus 2. Getreidefelder gibt mehr. Da sind die Arbeiter billiger.
Ruhestand im Militär. Kostet uns auch weniger. Komm, wir machen das. Schließen. Eine Runde ziehen wir noch. Wir haben Medizin in der... Achso, doch. Ja. Erlaubt, die inneren Struktur des menschlichen Körpers zu studieren. Es bestand verschiedene Ringe, königliche Mediziner, verschiedene Spezialisierungen, beim praktiziert Chirurgen, Augenärzte. Dann ägyptische Medizin, bedient sich überall rum in der antiken Welt. Alles klar. Und das hier, Ruhestand im Militär, minus 10. Das verstehe ich jetzt nicht, was das ist, aber naja, vielleicht hilft das ja hier. Ah, da unten. Das gibt dann Abzüge und das ist dann minus 10% gewesen. Gut. Haben wir das geschafft. So, wir haben noch eine Runde zu ziehen und dann greifen die an. Deswegen machen wir das jetzt so. Heimtücke des Seth gestoppt. Seth wollte uns neue Qualen auferlegen, aber sein Zauberstuhl fehlt und nichts Schlimmes ist passiert. Haben wir aber noch einen, genau. Und jetzt die nächste Runde ist das dran. Ne? Und dafür... Ne, gehen wir nicht dahin, sondern... Dahin, aber das geht nicht, sehe ich gerade. Okay. Wir haben nicht genug Getreide dafür. Und das ist dann halt so. Gut, dann nehmen wir jetzt das Kämpfen im Kauf. Wir haben den feindlichen Plünderungstrupp abgefangen. Ein Angriff steht unmittelbar vor, bei Niederlage minus 50. Putzen wir auch nicht. Wir haben plötzlicher Überfall. Schaden durch. Wahrscheinlich positive Ereignisse, okay. Ja, wir kämpfen erstmal, oder? Na, das ist aber doof gelaufen, oder? Na, wir nehmen jetzt nochmal doch den was weg. Ah, schade. Nee, das hat dann keinen Sinn mehr, dann haben wir das verloren. Ja, was machen wir? Nein, wir wollen das wieder nicht machen, das ist immer so. Die haben uns jetzt wieder irgendwie bekämpft gerade. Das ist echt ärgerlich. Wir haben wieder eine schwache Armee. Und ja, eine Prüfung beginnt in 5 Runden. Super, oder? Ja, da kriegen wir wieder die Unterstützung. Ja. Das Endergebnis verschlechtert sich, ja, das ist halt so, da kann ich jetzt auch nicht ändern. Da sind wir geplündert worden. Die wandern, die Menschen fressen den Löwen, okay. Ja, ich glaube, wir machen da mal hier was. Und zwar versuchen wir die nicht zu zähmen, verehren wir auch nicht, sondern die angreifen wir. Gut, los geht's. Aha. Wieder eine Bürde auferlegt. Sonst ist aber nichts passiert. Nächste Runde. Die Löwen sind weg. Eine Dürreperiode, oder? Ja. Wächst langsamer die Bevölkerung. Da haben wir auf jeden Fall das geschafft. Periode beendet und beendet Schutz der Nice. Und wir haben jetzt eine Hungersnot. Das ist stimmt. Nahrung 08. Wir müssen gucken, ob wir irgendwo was verbessern können, dass wir da oben das hinkriegen. Aber so wie das aussieht, läuft es gerade schlecht. Die Hungersnot, die werden wir wohl nicht abwenden können. Ja, also der kann definitiv mal dahin gehen, weil da 1-2 ist. Der kann auch noch dahin gehen. Aber warte mal, da gucken wir erst nach anderen. Der ist auch 1-2. 1-2, 1-2. Er macht hier eine 1. Ich würde jetzt gerne gucken, dass wir hier wenigstens eine Runde noch das hinkriegen. Und das ist auch gerade so. Mehr schaffen wir sowieso nicht wie die eine Runde, ne? Dann ziehen wir den noch durch. Ja, und da ist wieder die Hungersnot. Wir müssen 2 erschaffen, die können wir so oder so nicht schaffen.
Ja. Was haben wir da für Chancen? Keine. 1,8. Hier können wir noch was ändern. Der geht dahin, dann sind es an minus 1,8, nicht mehr 2. Er hier hat noch 1. Aber ich sehe nirgendwo die 1, 2. Hier hinten in der Wüste gibt es wenigstens 1, 1. Dann ziehen wir den mal gerade darüber. Ändert aber nichts. 1,8 bleibt 1,8. Komisch. Er hier hat 0,8. Der kann mal hier auf 1,1 gemacht werden. Da ist jetzt der Friedhof dann da einsam und alleine. Ja, die haben hier 0,6, ne? War hier unten noch eine 1,1? Ja. Nee, kriegen wir nicht. Dann nehmen wir hier die 1 auf jeden Fall. Sind wir bei minus 1,2. So, ich glaube, besser wird es nicht mehr, oder? Doch, hier ist noch eine 1,2. Dann gehen wir da hin. Dann sind wir bei minus 1, ach so, der ist da schon, oder was? Was haben wir da jetzt falsch gemacht? Habe ich jetzt den übersehen, oder was? Naja, dann ist das so. 1,2, 1,8. 1, 2. Er hat hier 1. 1, 1. 0, 8. Nee, ich glaube, wir sind jetzt schon am Limit. Ja, kommen wir nicht drum rum, ne? Und die nächste Runde ist dann eine Hungersnot. Und einer weniger. Und das bedeutet hier, ne, zwei sogar. Wow, das ist schlecht. Oh, das ist richtig krass. Ja, kannst du nichts machen, ne? Jetzt müssen wir hier gucken. Ach so, das war das. Das heißt, wir machen definitiv das, weil das ein bisschen Nahrung gibt. Aber hat jetzt hier, glaube ich, auch nichts geändert. Ja. So, was ist frei geworden? 1, 2. Und dann geht das wenigstens. Und da ist nur noch 1, 1. Dann sind wir bei 1 gelandet, ne? Besser geht's gerade nicht. Weiter geht's. Wieder eine Hungersnot. Und wieder die beiden sind weg. Und wir sind wieder bei 1, 2 stehen geblieben. Das ist schlecht. Ja, irgendwann haben wir keine Hungersnot mehr, weil wir auch kein Essen mehr brauchen. Aber wenn immer zwei verschwinden, dann haben wir auch Pech, ne? Hier unten ist 1, 2 noch frei. Dann können wir den dahin schicken. Dann sind es nur noch 0,9. Ne, der bleibt schon schön da. Hier, da, 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 überall schlecht. Nächste Runde. Und wieder eine Hungersnot, aber nur einer weg. Ne, zwei. Ja, das brauchen wir jetzt nicht, ne? Wir bräuchten Nahrung. Muss eine stärkere Wettkampf in einem jungen Bullen beweisen. Erfolgschancen des Königs 55 bei Misserfolg plus minus 2 Opfer darbringen. Trainieren. Ja. Tja, wie machen wir jetzt? Was haben wir jetzt? Tja. Ich glaube, einen machen wir noch, oder? Ach, das wird auch immer teurer, aber das machen wir noch. Ja, jetzt kommt auch noch das Feigenvolk. Da brauchen wir uns auch keine Gedanken mehr machen, ne? Das königliche Fest ist in zwei Runden.
1, 2, Nahrungsverluste haben wir immer noch wegen dieser tollen Hungersnot. Da, das heißt, wir schicken den nach da und sind dann wieder bei 1. Tja. Der macht 1, aber der Rest ist besser. Nee. Verschwinden so oder so. Ach, das ist gar nicht unser. Hm, noch besser. Ja. Ich glaube, wir haben schon die besten Positionen zusammen, ne? Das heißt, wir können nichts tun, außer abwarten, was wieder passiert. Und wieder sterben welche. Am Nil. Ja, das war halt ein großes Problem. Läuft ziemlich schlecht, weil gerade auch alles rot ist, bis auf hier, ne? Was willst du machen? Wieder einer weniger, noch einer weniger und... Während der Feind kann, muss der König den Bullen im Wettrennen besiegen. Ja, das ist dann ganz schlecht, dass die Götter den König nicht mehr liegen. Hier minus 4,8, das läuft also auch in die Sackgasse. Zorn der Götter 5 Runden lang, ne? Das ist ganz schlecht. Hungersnot hat sich dann auch erledigt. Da bleibt es bei 1,4. Die Dürre geht nicht weg. Wir sehen gerade schlecht aus. 1,8, 1,2. Alles, was wir haben, sind die 1,2er. Ja, können wir nicht ändern. Weiter geht's. Es geht so lange, bis alle weg sind wahrscheinlich. Es gehen immer 2 weg, ne? Und es wird jetzt auch, steigert sich auch noch. Keine Chance. Es kommt hier noch eine Ungläubigkeit hinzu. Ja, ziehen wir es durch. Wenigstens gab es das nicht ein negatives Ereignis, aber die Hungersnot ist immer noch da und wir kriegen es nicht hin, die zu ändern. Das haben wir schon. Dann bleibt dir nur das über. Ja. Ja, wie viele Leute haben wir denn noch? 2? Dann ist gleich wohl unser Volk ausradiert. Kampfvorbereitungen. Wir haben den feindlichen Bildungstrupp abgefangen. Ein Angriff steht bevor. Ja, da brauchen wir gar nichts machen. Können wir gleich den Rückzug angehen. Und jetzt die Hungersnot und dann war es das, ne? Der ist gestorben und der ist gestorben und das war der letzte. Ja, da sind wir umgekommen. Du hast verloren. So sieht's aus. Ja, 3 Punkte von 31. Kulturelle Ablehnung, Silber 2. Hier haben wir 1 Punkt irgendwo hergeholt. Keine Ahnung wo. Endergebnis. Zwangsumsiedlung. Hier kann man leider nicht lesen, was da steht. In Blau oben drüber. Ja, die Stadt untersuchen. Wofür? Ach so, das ist das. Okay, das brauchen wir dann auch nicht. Dann haben wir das erledigt. Also ich finde, das ist ein ganz cooles Spiel für zwischendurch. Macht immer wieder Spaß, mal reinzuschauen, mal kurz zu machen. Und man ist beim nächsten Mal auch ganz schnell wieder drin. Kann ich nur empfehlen, das zwischendurch Spiel zu kaufen. Und ja, wer Lust hat, der macht das. Sieht auch so eigentlich ganz nett aus. Ist immer wieder neu, wenn man was halt spielt, denke ich mal. Das gleicht sich nicht. Das wird immer wieder hier neu gebaut, in Anführungsstrichen. Ja, reinzoomen kann man ein Stück, dann sieht man so ein bisschen diese kleinen Häuschen, die ja ganz niedlich sind und die Felder. Na, jo, soweit, so gut, würde ich sagen. Ja, dann würde ich denken, dass ihr bestimmt beim nächsten Mal wieder bei einem Vorgestell dabei sein werdet. Wir machen aber nicht das Egypt Old Kingdom, sondern dann gucken wir mit was anderem mal weiter. Ja, sonst andere Projekte sind ja auch noch da und ja, falls ihr noch kein Abo habt, dann macht eins. Falls ihr diese Folge richtig cool fandet, dann gebt ihr doch mal einen Daumen hoch und ja,
wenn ihr die Glocke noch nicht anhabt, dann könnt ihr auch keine Infos kriegen. Also macht sie an, dann kriegt ihr die Infos, wenn der Video von mir hochkommt. Ne? Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.